In der sechsten Staffel GNTM kämpfte Rebecca Mir, 30, um den Sieg und lernte dabei auch Modelmama Heidi Klum, 49, kennen. Jetzt offenbarte sie, wie die Castingshow-Chefin wirklich tickt. Rebecca Mir, Karriere nach GNTM. Als sich Rebecca Mir 2011 in der erfolgreichen Castingshow GNTM vor Heidi Klum auf dem Laufsteg wagte, rechnete sie wohl nicht damit, dass sie es anschließend bis ins Finale schaffen und sich sogar den zweiten Platz der sechsten Staffel sichern würde. Der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere war also gelegt, und tatsächlich, auch heute ist Rebecca Mir als Moderatorin und Model mega erfolgreich. Doch nicht nur beruflich scheint es bei der 30-Jährigen rund zu laufen, auch privat ist Rebecca glücklich mit dem Profitänzer Massimo Sinato verheiratet. Die beiden lernten sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der TV-Show Let's Dance kennen und lieben. Zwar kursierten in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte rund um eine Trennung in den Medien, bestätigt werden konnte diese allerdings nicht. Rebecca Mir, die Wahrheit über Heidi Klum. Besonders nach der letzten Staffel GNTM hagelte es heftige Kritik an der Castingshow und an Modelmama Heidi Klum, nachdem Ex-Kandidatin Liana Kakwa in einem YouTube-Video schockierende Details über die Produktion enthüllte. In einem Interview mit RTL äußerte sich jetzt auch Rebecca Mir zu der GNTM-Chefin. Auf die Frage, ob die 48-Jährige in echt genau so sei, wie sie sich im TV präsentieren, betonte Rebecca Doppelpunkt. Ich würde sagen, ja. Sie ist so. Definitiv. Ich habe sie immer als sehr lebensfroh, quirlig und aufgeweckt kennengelernt. Es scheint, als würde sich Heidi Klum vor den Kameras also nicht verstellen.